Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Delta Mike Zulu, roll zum Abflugpunkt 17. Delta Mike Zulu startet 17. Delta Mike Zulu wird still. Bei fantastischem Wetter und erstaunlich hohen Temperaturen geht's nun auf die zweite Tagesetappe. Es ist nur ein kurzer Wettercheck nötig, denn in den fast wolkenlosen Bergen regt sich kaum ein Lüftchen. Wir fliegen auch heute wieder mit einem Flugplan. Der ist zwar für Österreich nicht zwingend nötig, aber für Italien sehr wohl. Außerdem ist ein Flugplan immer auch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, falls man tatsächlich mal irgendwo im Gebirge notlanden muss. Heute fliegen wir nicht so hoch, und es ist auch nicht ganz so einsam wie gestern auf dem Trip durch die Schweiz. Der Flug führt uns durch eine Reihe sehr bekannter Täler und Straßen, die ich allesamt schon oft auf 2- und 4-Rädern gefahren bin. Einige werden offen, andere sicherlich noch unter einer dicken Schneeschicht verborgen sein. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie das im Winter aussieht. Aber nun fliegen wir erstmal Richtung Füssen und Reute. Delta Mike Zulu, Frage, konnten Sie unseren Flugplan öffnen? Delta Mike Zulu. Startmeldung ist übermittelt. Eine Meldung? Die Startmeldung ist verstanden. Delta Mike Zulu, bitte nochmal bestätigen. Flugplan geöffnet? Plan geöffnet, Delta Mike Zulu. Ja, wunderbar, dann wechseln wir die Frequenz und fliegen Richtung Südost. Danke, ciao, bis zum nächsten Mal. Oh, schönen Flug, Mike Zulu, tschüss. Vielen Dank, schönen Tag. Ich habe schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass Flugpläne nicht übermittelt wurden. In Frankreich gleich mehrfach und, das werde ich wirklich nie vergessen, trotz mehrerer Nachfragen auch seinerzeit bei der Überquerung der Adria auf dem Weg von Foggia, Italien nach Dubrovnik, Kroatien. Das war insofern besonders schwierig, weil wir da schon eine halbe Stunde unterwegs waren und uns bereits über dem Wasser befanden. Deshalb ist es immer besser, sich konkret zu vergewissern. Der Foggensee hält heute eine Überraschung für mich bereit. Es ist nämlich kaum Wasser drin. So habe ich den See noch nie gesehen. Den Grund dafür musste ich nachlesen. Der Foggensee ist ein Stausee, der jeden Winter abgelassen wird, um die Versorgung der nahelegenen Wasserkraftwerke zu sichern. Im Sommer ist der See ein ganz normales Ausflugsziel und Naherholungsgebiet. In diesem Jahr allerdings wird es eine Zeit lang nur einen kleinen Foggensee geben, denn der Staudamm ist marode und muss saniert werden. Und das geht natürlich nur ohne Wasser. Sieht etwas traurig aus, nicht wahr? Ende Mai soll er wieder vollends aufgestaut sein. Hier in Reute beginnen nun die Berge. Dieses Tal hier ist bereits die Fernpassstraße mit Heiterwanger und Plansee. Den Fernpass dürfte wohl jeder schon einmal gefahren sein. Er ist eine gute Alternative zur Autobahn München-Kufstein-Innsbruck für eine Tour in den Süden, aber im Sommer genauso wie samstags im Winter oft extrem staugefährdet. Heißt dieser Berg hier? Genau, das ist die Zugspitze aus rund 15 Kilometern Entfernung. Und dann kommt der Fernpass in Sicht.
Er ist nur gut 1200 Meter hoch, im Winter meistens schnee- und eisfrei und er liegt in einer wirklich beschaulichen, ja fast romantisch zu nennenden Umgebung. Und das liegt weniger an der Passhöhe mit Hotel und Tankstelle, als vielmehr an seinem smaragdgrünen Fernsteinsee und der über 700 Jahre alten Burg Fernstein. Aus der Luft nimmt man ihn kaum wahr, da muss man die charakteristischen Stellen schon gut kennen. Und eine Minute später sind wir schon wieder darüber hinweg. Das idyllische und sehr sehenswerte Namlostal ist nach seinem winzig kleinen Ort Namlos benannt. Hier leben derzeit laut Wiki ganze 73 Einwohner und die Entstehungsgeschichte des Namens fand ich ganz interessant. Er leitet sich von Amel ab, einer Kurzform zu Amelfried, dem ersten Einwohner dieses Tals. Zunächst wurde die Genitivendung zu Amles angehängt, dann kam das N vor den Namen. So trug der Ort einige Zeit den Namen Namles, bevor er später von Bürokraten zu Namlos verhochdeutscht wurde. Naja, und irgendwie trägt das Tal diesen Namen auch zurecht. Hier biegen wir nun in das Tal des Hahntenjochs ein. Der Pass zwischen Elmen und Imst kann bisweilen sogar eine Alternative zum Fernpass sein. Auf jeden Fall ist sie nicht nur für Motorradfahrer von bedeutendem touristischen Interesse, weil sie die östlichen Lechtaler Alpen erschließt. Der Pass ist bekannt für häufigen Steinschlag und sogar für großflächige Vermurungen, die dann die gesamte Straße überschwemmen. Wie man hier sieht, ist die Straße noch verschneit und komplett unpassierbar. Ab Imst folgen wir nun eine ganze Zeit lang dem Inn. Vorbei an Landeck, Prutz und Pfunz bis nach Nauders, dem letzten österreichischen Dorf vor der italienischen Grenze. Der Reschenpass überquert hier hinter Nauders den Alpenhauptkamm und verbindet so das österreichische Oberinntal in Tirol
mit dem italienischen Etschtal in Südtirol, dem Vinschgau. Schon vor 2000 Jahren, damals Via Claudia Augusta genannt, war dieser Pass eine der wichtigsten Römerstraßen, die Norditalien mit Süddeutschland verbanden. Mit dem Flugzeug ist es neben dem Brenner die einzige Möglichkeit, auch bei schlechtem Wetter in relativ geringer Höhe von nur 5600 Fuß die Alpen zu überqueren. Am Brenner sind es sogar nur 5000 Fuß. Es gibt explizit für diese Strecke auch einen Flugwetterbericht, die Route 49 des österreichischen GAFA-Systems. Und dann kommen wir zum Reschensee. Er ist der größte See Südtirols. Bekannt geworden ist er vor allem wegen des im Trinkwasserstausee versunkenen Dörfchens Graun, von dem heute nur noch der Kirchturm der alten Pfarrkirche St. Katharina aus dem Wasser ragt. Als ein Ergebnis der Seestauung im Jahre 1950 versanken das gesamte Dorf Graun und ein Großteil des Dorfes Reschen in den Fluten. Insgesamt 163 Häuser, von denen heute eben nur noch diese Kirchturmspitze übrig ist. Der Ortler ist mit einer Höhe von 3905 die höchste Spitze Südtirols. Der stark vergletscherte Berg ist der Hauptgipfel der Ortlergruppe. Seine Erstbesteigung im Jahre 1804 zählt zu den bedeutendsten alpinistischen Ereignissen jener Zeit. Zur Zeit Österreich-Ungarns war der Ortler der höchste Berg der K&K-Monarchie, noch 100 Meter höher als der Großglockner. Und in seiner unmittelbaren Nähe befindet sich das Stilfser Joch, oder italienisch der Passo dello Stelvio. Er wurde 1826 eröffnet und die Trasse hat sich seither nicht verändert. Dieser Hochgebirgspass hat eine Passhöhe von 2757 Metern und ist damit nach dem französischen Col de l'Isère der zweithöchste asphaltierte Gebirgspass der Alpen. Er verbindet Prat in Südtirol mit Bormio in der Lombardei und wird manchmal die Königin der Alpenpässe genannt. Auch deshalb steht der Stelvio bei Motorsportlern sehr hoch im Kurs. Vor vielen Jahren hat eine Motorradzeitschrift die alte Volksmeinung, die angeblich auf Martin Luther zurückgeht, dass ein Mann in seinem Leben ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Baum pflanzen soll, umgewidmet in den Spruch, dass er anstatt einen Baum zu pflanzen, besser das Stilfser Joch zu fahren hätte. Das zeigt den Stellenwert, den diese Straße auch heute noch für Kurvenjunkies hat. Damit gehört dieser Pass auf jeden Fall auf die ultimative Bucketlist for Petrolheads. Wir wenden uns nun nach Osten, fliegen das Etschtal entlang, vorbei an Meran und Bozen und dann geradewegs in die Dolomiten. We'll be right back.
Schon vor 20 Jahren und dann immer wieder, wenn ich hier auf 2 oder 4 Rädern unterwegs war, habe ich mich gefragt, warum die Dolomiten im Vergleich zu allen anderen Alpenregionen eigentlich so anders aussehen. Woher kommen diese charakteristischen Formationen, die besonderen Farben und diese ausgeprägten Spitzen und Gebirgsgrate? Die Erklärung liegt in einer sehr weit zurückliegenden Vergangenheit, als vor etwa 250 Millionen Jahren diese Bergkette am Rande eines urzeitlichen Meeres abzusinken begann. Das gesamte heutige Dolomitengebiet wurde ein riesig großes, flaches und tropisches Meeresbecken, ähnlich wie heute die Bahamas. Aufgrund der Kontinentaldrift und des Zusammenstoßes mit Afrika hob sich der Meeresboden dann schlappe 200 Millionen Jahre später mitsamt Unmengen von Korallenriffen wieder an und bildete diese Berge, die heute bis zu 3300 Metern hoch sind. In der Folge wurden die weichen Gesteine abgetragen, während der harte Dolomit, ein Carbonatgestein, der Erosion überwiegend standhielt. Dadurch wurden die ehemaligen Riffe von der Erosion feinsäuberlich seziert. Die Gestalt der Riffe hat sich dabei nur wenig verändert. Natürlich sind nicht die einzelnen Türme und Felsspitzen separate fossile Korallenriffe, sondern jeweils ganze Berggruppen, wie etwa der Rosengarten, das Sella-Massiv oder dieser Brocken hier, der Marmolata. Er ist übrigens mit 3343 Metern der höchste Berg der Dolomiten. Auf der linken Seite befindet sich nun die Sella-Gruppe, die wir schon im Juni 2019 auf dem Weg von Mauterndorf zum Airport Innsbruck umrundet hatten. Das Städtchen Araba liegt direkt unter uns und hier blicken wir auf einen der 4 Pässe der Sella-Runde, den Podoy, von dem es auch eine Seilbahn auf den Gipfel, den Sas Podoy, gibt. Und das hier rechts ist bereits das Val Gardena, das Grötnertal. Sehr schön zu sehen hier auch das Grötnerjoch. Unter den sehr bekannten Tälern Südtirols, also Eisack und Etsch, die wir heute schon gesehen haben, sowie Passeier, Eggen und natürlich Pustertal, ist das Grötnertal wohl das bekannteste. Wer St. Ulrich, Wolkenstein oder St. Christina noch nicht kennt, sollte das unbedingt mal nachholen. Je nach Zählweise gibt es rund 64 Dreitausender in den Dolomiten. Die weltberühmten 3 Zinnen, die hier nun unmittelbar vor uns liegen, gehören allerdings nicht dazu. Sie verfehlen die Dreitausender-Marke um sage und schreibe einen Meter und damit teilen sie dasselbe Schicksal wie andere berühmte Formationen wie etwa der Rosengarten. Die große Zinne wurde bereits 1896 erklommen und seitdem erfreuen sich diese Bergwände immer größerer Beliebtheit.
Durch die vielen vorhandenen Kletterrouten verschiedener Schwierigkeitsgrade wurden diese Felsen zu einem bedeutenden Zentrum des alpinen Kletterns. Und weil sie leicht erreichbar sind, auch eine Attraktion für den Massentourismus. Früher konnte man kostenlos bis hier oben auf den Parkplatz fahren. Heute bekommt man dieses Wahrzeichen der Dolomiten erst nach Überwindung einer Bezahlschranke zu sehen. Und genauso, wie wir das eben am Stelvio gesehen haben, gibt es hier keinerlei Zivilisationshinweise. Keine Straße, kein Parkplatz, nichts. Nur Natur. Später sind wir bereits am Großglockner. Das gesamte Areal rings um den knapp 3800 Meter hohen Glockner ist Naturschutzgebiet, in das man nicht hineinfliegen darf. Allerdings gibt es westlich und östlich je einen schmalen Korridor, den man fliegerisch nutzen kann. Beide sind nicht ganz einfach zu fliegen, besonders bei schlechtem Wetter, aber hier reichen bereits 9500 Fuß, um die höchste Stelle an der Edelweißspitze zu überfliegen. Dazu gleich mehr. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südtirol bekanntlich Italien zugesprochen und fortan war der Glockner der höchste Berg Österreichs. Die Österreicher verloren den Brennerpass und zwischen den Radstädter Tauern und dem Brennero gab es keine Straße über den Alpenhauptkamm. Nach 5 Jahren Bauzeit wurde dann am 3. August 1935 die Großglockner Hochalpenstraße für die Öffentlichkeit eröffnet. Heute, von hier aus der Luft, sieht man von der Hochalpenstraße nichts. Auch der Parkplatz an der Franz-Josefs-Höhe ist nicht auszumachen. Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn höchstpersönlich gab dieser Stelle ihren Namen, als er 1856 mit seiner Sissi Kärnten besuchte. Von hier kann man auch zu Fuß zum Pasterzengletscher hinunterlaufen oder eine Bahn benutzen. Die Pasterze ist mit etwas mehr als 8 Kilometern Länge der größte Gletscher Österreichs. Er zählt zwar nur ein Drittel der Länge des Aletsch-Gletschers von gestern, ist aber gleichwohl der längste in den Ostalpen. Von der Passstraße und vom Hochtortunnel sieht man absolut nichts. Ich habe nichts ausmachen können. Erst die Edelweißspitze kann man wieder identifizieren. Und wenn man die hat, dann sieht man auch den Parkplatz mit dem kleinen Häuschen und Teile der Straße. Alles andere liegt noch komplett im winterlichen Dornröschenschlaf. Eine Runde um die Edelweißhütte ist natürlich Pflicht, wenn man das einzige Flugzeug ist. Im Sommer bei schönem Wetter ist hier der Bär los und dann ist es selbst mit dem Motorrad bisweilen schwierig, hier auf 2570 Metern Höhe einen Parkplatz zu bekommen. Es gibt eine tolle Gaststätte hier oben und sogar ein paar Zimmer. Mit dem Fahrzeug muss man mindestens 1 Stunde rechnen bis Zell am See, bei viel Verkehr auch mal 1,5. Wir genießen hingegen nun die letzten 10 Minuten unseres 3-stündigen Fluges.
Wir gleiten, fast ohne Motor, dieses wunderschöne Fuschertal hinab und melden uns, unten angekommen, beim Tower zur Landung an. Vor uns liegt nun der Anflug auf einen der schönsten Flugplätze in den österreichischen Alpen. Stell am See Flugplatz, Servus, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, der Flugplatz. Delta Mike Echo Mike Zulu, eine CT, Charlie Tango, zwei Personen, VFR mit Flugplan von Kempten. Position ist 3 Minuten südlich des Platzes zur Landung, bitte. Hast du mich vorher angerufen? Positiv. Piste 08. 1-0-3. Delta Mike Zulu, Piste 08. Was war das zweite? Das habe ich nicht ganz verstanden. QNH 1031. QNH 1031, Delta Mike Zulu. Mal hier rum. Guck mal, ob du da was siehst. Ja, ich pass auf. Okay, ich sag sofort Bescheid. Ja, hier sehe ich nichts. Ich höre auch keinen auf dem Plan hier. Ja. Nicht? Nein. Ne, ich sehe auch nichts. Kein Heli, kein nix. Genau. Delta Mike Zulu, Position Echo 5300 Fuß. Delta Mike Zulu, Position Mitte 3700. Flugplatz, nächste Meldung gegen Anflug. Nächste Meldung gegen Anflug, Delta Mike Zulu. Delta Mike Zulu, Position Mittenhöhe, drehe gegen Anflug 08. Leute schieben. Cool. Die Delta Mike Echo Zulu Zulu rollt vor auf der Piste 08. Delta Mike Zulu dreht quer an Flug 08. Delta Mike Zulu, Enter Flug 08. Landung eigentlich ermessen, der Wind von vorne mit 4 Knoten. Dankeschön. Auf den Flugplatz Foske, Eco Alpha Hotel Mike. Mike, zur Piste 08. Piste 08, Hotel Mike.